Guten Tag. Ich fasse mich an. Guten Tag. Ja, guck, es setzt sich durch. It's gonna be a thing. Nein, nein, das ist ein Skandal. Also wir haben heute einen Special Guest dabei. Das ist die... Das ist die TK. Einmal Applaus. Dabei zu sein. Genau. Ja, ich bin ja der Neue. Egal, du solltest lieber nicht so viel reden, weil ich glaube, du kennst dich noch nicht so aus. Ja, schon genau. Also, Mobbing, was ich gemacht habe. Heute ist Kuroshiro featuring TK. Das war sogar immer noch witzig. Okay, okay. Deva ist zu Gast da, also. Wir sind ja zwei, das heißt, wir machen einfach das Bild hier so in der Mitte. Was ist heute auf Programm? Das Programm heute? Ja. Letztes Mal war ja so eine Veranstaltung, da waren wir alle da und da habe ich so eine K-Pop-Band, die der Andy mir mal gezeigt hat, NCT, gesehen und die haben halt mit dem One and Only Jason Derulo einen Song produziert und den wollten wir uns einfach mal anschauen, wie das ist. Die westliche Musik mit der östlichen einfach, oder? Ja, Westside. Was ist besser, Westside oder Eastside? Wie heißt der Song denn? Ich weiß es nicht. Okay, warte, lass kurz schummeln. Okay, also der Song heißt Let's Shut Up and Dance. Ist das in Afrika? Warte, war da gerade... Die Graffitis, ist euch das auch gefallen? Ja, welche Graffitis? Leitang. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber mir fällt auf, das sieht gar nicht aus wie ein K-Pop-Song. So. Ja, das, wenn man so schaut, das sieht, ja. Richtig, das sieht richtig nach Jason Derulo aus. Ja. Das ist bei Jason Derulo immer... Das ist bei Jason Derulo immer so, guck mal, du siehst ja jetzt niemanden hinter ihm, ne? Ja. Aber der wird immer betouched. In jedem Musikvideo wird er betouched. Ja, betouched. In vielen, gell? Ja, in vielen wird er betouched. Okay. Wie das klingt. Touch my body. können wir einmal appreciaten, ja. Wie geil die Kleidung ist. Sieht richtig chillig aus. Keiner feiert die Kleidung von Jason Derulo oder wie? Seine Kleidung? Ah, na doch, eigentlich die Jacke ist... Die rote. Nee. Was? Jamaican Girls Wanna Know It Down. Wow, woher kam ich? Das sieht so aus wie ein Battle, oder? Ja, warte mal kurz, das sieht euch nicht aus wie so ein Step-Up-Battle. Ja, ja, ja. Die ja. eine Gruppe gegen die andere. Gegen ja. Die andere wieder. Ja. Und Jason Derulo immer mit Girls. Ja, Mann, da. Ja, ich hab ja gesagt, bei ihm ist es wirklich immer. Und die ist entsetzt. Die K-Pop-Szene muss mitziehen. Und guck mal, ich find's cool, dass dieses Lied zum Beispiel, anders als das andere Feature, als dieses Healthy, Mann, hat richtig diesen Mix zwischen Jason Derulo und NCT. Ja, ne? So ich finde das auch eigentlich eine sehr geile, interessante Richtung, weil sowohl die Leute, die jetzt so, ich sag mal, amerikanische Hits hören, die sehen dann so, oh, NCT ist auch cool und sowas. Und das ist jetzt nicht, das geht so ein bisschen weg von, ich sag mal, ich muss kein diehard mega K-Pop-Fan sein, um das hören zu können. Und das klingt trotzdem geil. Und Leute fangen an so, oh, K-Pop ist ja, es klingt ja eigentlich geil. Ja. Weißt du, weil viele Leute, die kein K-Pop hören und sowas, die sträuben sich, weil dieser Name, dieses K-Pop. Tag einfach, ja. K-Pop, so, ich will damit nichts zu tun haben, ja. Ja. Das sieht so SWAT-mäßig aus. Ja, das ist so eine Spezialeinheit. Ich finde das so cool. Ich finde die Melodie voll cool. Dieser Hintergrund. Shut up and dance. Der hat eine krasse Haarfarbe. Ja, Mann. Die feier ich. Oh, damn. Da tripper ich.
Das ist cool. Das, halt, das hat man auch noch nicht gesehen, oder? Nö. So dieses... mehreren Ebenen, so. Ja. Gucken wir mal jetzt, ob Jason Derulo mithalten kann. The green screen is strong in this one. Wo überall? They're everywhere. Das erinnert so ein bisschen, weil die alle so ähnliche Outfits haben, als wäre das so ein Jutsu, so. Wenn so Naruto das erste Mal die Schattendoppelgänger haben, noch so ganz viele. Schnell mal alle tanzen, aber so, okay. In Western Pop Culture ist es ja weniger eingebürgert, dass so männliche Sänger auch aktiv viel tanzen. Weißt du, so richtig viel Choreografie, Dance Performance. Ich glaube, der Fokus liegt da nicht so. Genau, das ist anstrengend für die und das haben sie noch nicht so wirklich gemacht. Aber denkst du jetzt mit dem. Das gehört nicht unbedingt dazu zu einem Song. Ja, aber ich glaube, jetzt mit so immer mehr K-Pop-Influence, die merken ja so, die ganzen Musikindustrien so, ey, das kommt voll gut an. Leute feiern auch die Tänze und sowas. Und tanzen auch Wiedererkennungswert. Ja, ja. Vielleicht ziehen die nach. Ja. Es kann sein, dass das jetzt der internationale Pop-Standard auch mit Tanz ist. Das wäre eigentlich ganz cool. Ich glaube, ein K-Pop-Sänger muss tanzen können. Ja, genau. Ich glaub, genau. Und das ist in Amerika ist halt, aber nicht so. Genau, das ist halt nicht so. Du kannst nur Sänger sein. Ja, und du kannst dich auch gar nicht bewegen, so am Stück. Genau, also ich meine, das ist gar kein Problem. Das gibt so viele Genres, die auch nicht tanzen, weißt du? Stell dir mal vor, du musst mit einer Gitarre K-Pop. Also nein, also viele Bands, Metal und sowas, alles Rock, die tanzen ja nicht. Vor allem zu dem Beat lässt sich halt voll gut tanzen. Oh doch, der kann. Also tanzen kann auf jeden Fall. Ich. Das ist jetzt in Form. Also die Sache ist ja, Tanz ist ja schon wichtig, auch im amerikanischen Pop-Dings. Du siehst ja bei dem Jason Derulo Parts auch die ganze Zeit Leute tanzen, aber es tanzt halt. Nicht der Sänger. Nicht der Sänger. Also das ist ja. Genau, und ich glaube, dort ist es halt. Bei K-Pop ist ja wirklich so, die Gruppe muss tanzen können. Das ist ja so einer der Merkmale. Ich hätte am Ende noch so einen Part erwartet, wo die einmal so zusammen tanzen. Ja. Der Derulo mit denen. Ja, genau, das hat mir gefehlt. Ja. Es ist aufgefallen. Diese Kombination, dass die immer getrennt irgendwie. Ja, das wurde auch getrennt dann aufgenommen, denke ich. Also ich glaube nicht, dass Jason Derulo in Korea war oder andersrum, ne? Ja, es kann sein, dass die auch dass die Firmen einfach eine Kooperation sich zusammengesucht haben, aber. Und eine Choreo, aber gar nicht zusammen überhaupt gedreht haben. Ja? Ich glaube, das ist mir schon vorstellen. Aber an manchen Orten, da saß doch. Ja, sah ähnlich aus, aber ich glaube, es gibt da halt so Kameratricks, weißt du? Und Greenscreen und.